Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Schadtechnik-Update bei IG. In dem heutigen Schadtechnik-Update schauen wir uns aus aktuellem Anlass den deutschen Leitindex DAX an. Heute ging es richtig nochmal zur Sache. Es ging deutlich abwärts, wie wir jetzt hier in der Tageskerze vom heutigen Donnerstag sehen. Teilweise bis in der Spitze waren wir bei 12.048 Zählern. Das heißt also, wir lagen schon leicht unter der grün eingezeichneten waagerechten Unterstützung bei 12.068, 12.082 Punkten. Natürlich sollte jetzt der Schlusskurs abgewartet werden. Schließen wir oberhalb der besagten Unterstützung, dann könnten wir auf einen weiteren erfolgreichen Test der Unterstützung verweisen. Ein Schlusskurs darüber könnte dann aber auch natürlich wiederum dazu führen, dass doch einige Marktteilnehmer das Niveau, was sich doch seit dem Jahreshoch oder dem Rekordhoch bei 12.951 Punkten sich sehr stark verbilligt hat, diese Kurse halt nutzen, um einzusteigen. Das heißt also, das erste Korrekturziel gen Norden wäre das ehemalige Fibonacci-Niveau bei 12.208 Zählern. Darüber hinaus könnte es dann in Richtung des fallenden 20-Tage-Durchschnitts bei aktuell 12.289 Punkten gehen. Das sind momentan lediglich Korrekturziele. Das heißt, die Sommerkorrektur, die wir jetzt schon seit einigen Tagen sehen, wäre damit noch lange nicht beendet. Wie wir jetzt hier auch hier im Tageschart sehen, gibt es doch etliche Widerstände, die dem DAX Ärger bereiten könnten. Nach unten, das heißt also, falls doch im weiteren Verlauf des heutigen Tages, wenn da nochmal Abgabedruck aufkommt und der DAX schließt unterhalb der Unterstützung bei 12.068, 12.082 Punkten, dann müsste mit einem Test des 61,8% Fibonacci Tracements bei 12.032 Zählern gerechnet werden und dann könnte schon relativ schnell die 12.000 Punkte Marke ein Thema werden. Unterstützung erhält die runde Zahl von dem mittelfristig steigenden 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 11.956 Zählern. Das heißt also, im Grunde kann man trotz der jüngsten Entwicklung beim DAX sagen, wir haben momentan weiterhin eine Korrektur innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.